Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Transport Fever 2 Endless Game. Herzlich willkommen zurück. Dann mache ich gerade noch die Musik an. So. Wieder ins Game. Nein, OBS. Gut, jetzt habe ich das. Ja, die letzten Folgen waren ja stumm. Und jetzt sind wieder neue Modifikationen dazugekommen. Und wir spielen jetzt eine erneute Runde und schauen mal, was wir dieses Mal erreichen. Ich habe jetzt die Modifikationen mal noch kurz ausprobiert. Bis jetzt habe ich keine gefunden, die nicht ging. Da habe ich zum Beispiel schon eine Zugkomposition ersetzt auf der S-Bahn 8. Gut, können wir auch fahren lassen. Jetzt muss nur noch schnell der Mikrofonarm etwas näher zu mir. So passt schon besser. Dann das war diese Ortschaft, war hier von Möbis Kruge, Waringholz nach hier. Jetzt kann ich noch eine Strecke nach wie heißt dieser Ort? Priort. Müsste noch eine Bahn hin. Dann haben wir ja angefangen, hier hinten noch zu bauen. Genau. Jetzt wo, wie, was. Hier haben wir Durchfahrtsgleise 2. Das sollte die S-Bahn sein. Die hat sich hier schon vergrößert. Oh, oh, oh. Und hier haben wir mehr als das Potenzial. Da würde ich sagen, 3 Stück können wir noch dazu holen, damit das wirklich schön abgearbeitet wird. Genau, hier haben wir mit dem russischen Fahrzeugpark ein wenig angefangen. Dann einmal wollte ich die S-Bahn hier entlang. Ich bin sogar der Meinung, hier vorne noch eine weitere Station einzuarbeiten. Könnten wir machen, ja. Dann schaue ich mal, was wir für einen Bahnhof haben. Na, das sieht jetzt noch nicht aus. Mal schauen, das wäre. Der wäre nice, aber sehr groß und erhöht. Und wir müssen hier schauen, dass wir, wenn es geht, ebenerdig bleiben. Aber das sind alles Erhöhte, bis auf den, der ist im Untergrund. Die S-Bahn soll
Auf den unteren beiden. Ich könnte schon, wenn wir jetzt zwei machen. Nein, ich mach. Ja, doch, ich kann's machen. Aber da muss ich. Also folgendes ist mein gedanklicher Plan. Ein Bahnhof mit Mittelbahnsteig. Aber wie komme ich? Und dann, das kann ich jetzt kurz austesten hier. Also wir haben hier Mittelbahnsteig. Und jetzt brauche ich auf dieser Seite noch einen Anschluss. Jetzt muss ich schauen, oder so etwas. Habe ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist in einer Senke, das brauche ich nicht. Das ist wieder erhöht. Ist nice. Aber mir halt viel zu kurz. Das ist wieder Untergrund. Wäre nice, wenn die Perron länger sein könnten. Dann wäre das richtig, richtig geil. Dann schauen wir so in den Konfigurationen. Und dann muss ich hier in dem Reiter weiter nach hinten. Passagiergebäude, meinte ich, müssen die drin sein. Okay. Die hatte ich noch nicht auf den Schirm. Und da war es bei Verschiedenes. Die österreichischen. Das sind die Überdachungen. Die niederländischen, wieder die deutschen. Ich schaue einen Treppenaufgang. Nein, das ist Unterführung, Überführung, Durchführung. Nein, jetzt werde ich albern. Genau so etwas suche ich. So etwas. Ja, wenn das so geht, dann kann ich hier einen. Hier einen Anschluss. Straße. Genau, dann können die Leute hier ein. Und dann haben wir einen Mittelbahnsteig. Passt. Jetzt müssen wir den nur hier noch auf dieser Strecke eingliedern. Mache ich mal kurz Pause. Ich bin jetzt noch ein wenig verrückter. So, reißen wir hier alles nieder.
Dann haben wir das schon mal gut vorbereitet. Dann brauche ich den. Drei. Nein. Richtung ändern. Jetzt geht der nicht, weil hier diese Ecke ein wenig im Weg ist. Weshalb? Stimmt ja. Bahnsteig. Oberleitung, ja. Aber weshalb geht er mir auf diese Höhe? Das macht ja keinen Sinn. Ja, runter. Keiner. Den Zugang lege ich selbst. Dann hier noch weiter. Ich verstehe es noch nicht. Dann mache ich das anders. Vielleicht geht die Version besser, wenn wir ein Stück Gleis verlegen und das dann ansnappen lassen. Das könnte besser funktionieren. Mal schauen. So viele Gleise. Die Qual der Wahl. Ja, nehmen wir die einmal für den Test. Steigung zu groß. Weshalb jetzt das? Ach, das waren doch Tunneldinger. Nehmen wir die. Jetzt muss ich hier mal kurz. Wieso will der nicht? So. Jetzt bei den Gebäuden. Was, dann möchte er nicht. Mich nimmt es wunder, weshalb er das nicht machen möchte. Aber ich möchte jetzt auch nicht allzu lange vertrödeln. Ich könnte natürlich noch ein Umfahrungsgleis machen, ja. Oder zwei sogar. Könnte sogar gehen.
Ja, das geht. Dann haben wir für die Intercity hier noch die Option, genau. Da sagt sie wegen dem Signal, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, genau. Und hier haben wir einfach vier S-Bahn-Gleise. Gut, das kann ich hier noch nach der Barriere kann ich noch eine Kreuzung und Ausweichstelle machen. Ja, das soll gehen. Dann nehme ich den hier rüber. Den noch hier. Das sind Schweizer Signale wieder solche. Solche, die man nicht dran vorbeibauen kann. Verstehe. Dann Gleise. Schauen wir wieder auf die richtigen. Ich brauche es mit Oberleitung. Jo. Das sind 1000. Weshalb macht er das? Das macht ja keinen Sinn. Das macht sowas von keinen Sinn. Also das finde ich jetzt. Das macht sowas von keinen Sinn, so etwas. Ich reiß den nochmals ab. Und schau mir nochmals das an. Also wir gehen hier bei den Eisenbahnen. Standardversion. Das wäre sozusagen eine normale Version. Dann nehmen wir die dafür. Hoffe, die geht dann. So wie ich es mir im Kopf gerade vorstelle. Schön zu. Jetzt nochmals Gleise. Dann mit Oberleitung. Wo sind die richtigen? So, geht doch. Jetzt muss nochmals kurz gespeichert werden und dann haben wir auch schon diesen neuen Bahnhof. So. Hier Schweizer, hier Deutsche und hier wieder Schweizer Oberleitungen.
Muss dann schauen, wie ich das jetzt mit dem Anschluss mache. Es dürfte dann ein wenig knapp werden. Und das möchte er schon nicht mehr. Dann mache ich das so. Hier diesen nehme ich nach hier. Den hier hin und hier rein. Mal schauen, ob es der noch nimmt. Und dafür hier noch eine Kreuzweiche. Hier haben wir auch eine Kreuzweiche, das passt. Dann kann ich hier die Schnellbahn, hier die S-Bahn und hier machen wir noch das Folgende, damit die Gleise hier auf den unteren beiden sind, müssen wir die oberen beiden nach oben versetzen. Also nicht versetzen, verbinden. Jetzt muss ich kurz die Signale demontieren. Gut. Also die beiden. So, direkt über beide. Und das kann ich gerade hier auch wieder machen. Gut. Na, dann können die einfach so fahren oder weiter geradeaus, wie es denen gerade beliebt. Und dann muss ich die Intercity welches Signal nehme ich dann hier? Ich nehme das hier. Schauen. Hier Einfahrt. Dann auf der linken Seite. Das passt. Dann auf der gegenüberliegenden Seite machen wir das gleiche Spiel. Gut. Dann muss ich jetzt kurz schauen. Genau, dieses Nadelöhr müssen wir noch auseinanderfriemeln. Und ich mache die eine S-Bahn, nehme ich den Bahnhof noch mit. Aber dafür möchte ich jetzt noch den Anschluss haben, den ich gesehen habe vorhin.
Mit dem Unterirdischen verbinden. Was bei verschiedenen? Nein, das war ein hoher dieser. Jetzt Straße. So. Dann hier rauf. Hier hin. Dann passt das. Hat Straßenanschluss. Sieht jetzt nicht wahnsinnig gut aus, aber passt schon so. Dann sagte ich hier noch die S-Bahn. Linie verwalten. Das wäre auf die Nummer. Eigentlich würde die S-Bahn passen. Einfach hier noch. Und hier auch noch. Und jetzt wird das die Nummer 1, 2, ist halb 3. Und das die Nummer 4. Sehe ich doch richtig. 3 und 4. 3 und 4. Hier nach drüben. Geht. Wahrscheinlich hier, dass ich den Anschluss nochmals richtig setzen muss, damit das auch wirklich verbunden ist. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt einfach nein, bist um einen Pixel nicht richtig verbunden. Aber es bleibt immer noch so. Weshalb? Der biegt ja hier ein. Haben wir keinen Strom? Strom haben wir. Hier. Diese beiden. Also hier hat er ja den Anschluss. Also bis hierhin geht der ja. Ich mach mal höchst Ost. Dann mache ich hier mal bis diesem Signal. Mal schauen, vielleicht geht das. Wenn nicht, dann müssen wir schauen, weil das kann doch nicht sein. Ja, komm schon. Nein, sagte wieder nein.
Gut, wir reißen die Seite einmal ab. So. Neue Schiene. Das Signal noch kurz weg. Kurz bis hierhin. Dann weshalb? Weshalb sagte mir, er kann hier nicht durch? Da findet er die Verbindung ja auch nicht. Jetzt nimmt es mir einfach Wunder. Also das geht, das stimmt. Jetzt mache ich einfach mal hier ein paar Signale. Dann schauen wir. Also ab hier nimmt es. Dann müsste doch der Logik. Aber dort nimmt es nicht. Das heißt, wir haben hier das Problem. Gut, dann reißen wir hier einmal alles nieder. Wir haben hier na komm schon. Gut. Und wenn das dann nicht geht, dann bin ich wirklich schon bald mit meinem Latein am Ende. So, hier noch. Bau nicht möglich. Weshalb ist der Bau hier nicht? Also jetzt hier schon. Aber das müsste ja eigentlich hier auch noch wunderbar gehen. Na, Spiel, mach mich bitte nicht fertig. So, dann machen wir es einfach weiter vorne. Reißen diese Anleihen ab. So, dann den Zug oder beziehungsweise die Linie hier rüber, hier hin, dorthin, nach hier und wieder zurück. Das passt, das passt und das passt. In Ordnung. Gut, der Zug hat jetzt wieder die Route gefunden. Der andere sollte noch passen. Jetzt muss ich aber nochmals die Signale setzen.
Wo haben wir die Signale? Hier haben wir die. Einmal hier. Hier, hier, hier. Dann so sollte es sich ausgehen. Neue Lokomotiven. Sehr schön. Ach hier. Der gefällt mir schon mal gut, gut, gut. Und hier haben wir den Interregio. Setzen wir auf Gleis 3. Ja. Gleis 3 passt. Und so fährt er auch schöner. Der fährt auch schon hier unten hinein. Das passt. Die Tram hat jetzt hier abgearbeitet. Das passt auch gut. Hundertsechsunddreißig, also die sind auch voll beladen. Wollte ich oder wollte ich nicht? Und zwar, ich sehe hier, habe ich die S-Bahn wieder hineingesetzt. Jetzt will ich eigentlich hier weiter bauen und schauen, wie ich das jetzt mache. Es würde mich reizen, hier von dieser Stelle aus so runter zu bauen. Hier rein und von dort unterirdisch rauf hier rein, damit hier die Interregio-Linie weniger frequentiert wird mit Güterzügen und S-Bahn. Dann könnte ich nämlich die S-Bahn auf die unteren beiden setzen, die oberen beiden behalten. Und für diese S-Bahn benutzen, die dann quer dazu fährt, sich hier splittet. Nein, nicht mal splittet, einfach hier unten einmal in einem Bogen hier rumfährt, hier in einen Bahnhof und hier einfach noch so ein Anschlussgleis. Ja, das würde ich sagen, passt. Und das passt. Gut.